Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin in Österreich, noch eine schnelle Feierabendtour am Fahren und noch schnell das Video drehen, bevor das Wetter schlechter wird, solange ich die Zeit noch habe, die im Monat darf ich noch fahren. Ich habe mich im letzten oder im nächsten Video habe ich mich vertan und zwar darf ich bis Ende Oktober fahren. Nicht September, da war ich selber ein bisschen blöd. Entschuldigung schon mal an dieser Stelle. Solange das Wetter nur gut ist, die Zeit nutzen, deswegen auch das Video. Warum die GoPro läuft, das ist mein Audioaufnahmegerät und ich filme auch mit dem Handy, weil Low-Budget-Produktion. Vielleicht kommt ja in Zukunft mal professionelleres Equipment. Jetzt kommt erst einmal das Intro und dann erzähle ich euch, worum es in diesem Video geht. Ja Leute, in diesem Video einerseits, warum ich mich persönlich nicht zeigen möchte und das Kennzeichen auch verpixelt halte in den Videos, aber da komme ich später noch auf eine Frage zurück. Und ein bisschen über Enduro labern. Auch das erste Format, was ich in dem Sinn mache, dass ich vor der Kamera stehe. Mal schauen, wie es wird. Gut, Enduro finde ich persönlich in Deutschland ein relativ schwieriges Thema, um darüber zu reden. Weil wenn du es durch einen Void fährst oder unabsichtlich über Privatgrundstück, dann hast du sofort eine Anzeige am Holz und das möchte ich gerne vermeiden, weil auf Stress, wenn die umeinander fahre, habe ich überhaupt keinen Bock. Generell auf der Straße im Void, einfach wenn ich unterwegs bin, möchte ich Stress tunlichst vermeiden und deswegen aus Angst vor Konsequenzen mag ich mein Gesicht nicht zeigen und deswegen das Kennzeichen verpixelt halten. Aber ich mag jetzt nicht, dass das irgendwie im Internet umeinander geistert oder auch irgendwelche Spätfolgen die Konsequenz daraus sind. Deswegen stehe ich halt mit dem Helm da, auch wenn es mehr Arbeit ist, jedes Mal das Kennzeichen zu verpixeln, wenn man das sieht. Aber das ist einfach nur mein persönlicher Grund, warum ich mich nicht zeigen möchte. Einfach eben, wie gesagt, aus Schutz der Privatsphäre. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das jetzt ist oder nicht, das Kennzeichen zu verpixeln. Da könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare einschreiben, was das eigentlich wirklich bringt. Nur ich denke einfach aus Privatsphäre, dass ich es nicht sorgen möchte. Aber lehrt mich eines Besseren, welche Infos man da aus dem Kennzeichen auserkriegt. Nur ich möchte einfach nicht, dass ich offen im Internet umeinander schwirre. Weil das Internet vergisst nichts. Genau, ja, Enduro, schwieriges Thema, wie schon angesprochen, wenn es nicht so viel Spaß machen würde, wenn ihr mal schaut, die Landschaft hinter mir, echt 1A, diejenigen, die aus der Region kommen, die können sich vielleicht vorstellen, wo ich bin, aber so generell auch unterm Fahren, wenn man auch die Reels auf Instagram sieht oder wenn zukünftig noch irgendwas kommt von der Horm, wo ich unterwegs bin, das möchte ich einfach nicht sagen, weil, ja, ich möchte Stress unbedingt vermeiden. Auch wenn es mal unbeabsichtigt ist, dass ihr mal über Privatgrund vor oder im Void umeinander vor, lasst die vielleicht nicht ganz vermeiden, aber ihr mag einfach nur Motorrad fahren durch den Void. Klar, man kann auf die Strecke auch fahren, da fährst du aber dann eine 10 Runden oder mal und dann ist es auch wie im Hamsterrad. Im Void, wenn du umeinander fährst, hast du eine Herausforderung, wo es dir was 100 Meter weiterkommt. Siehst Orte, wo du mit dem Auto nie hinkommst oder mit dem Quad, wie zum Beispiel hier. Genau. Ja, Enduro. Ich habe mich für Enduro entschieden, wie ich es im letzten Video oder in einem von den letzten Videos angesprochen habe. Aber Supermoto und alle anderen auch mega geil. Nur meine persönliche Meinung, bin ich mehr Fan von Enduro. In der Natur unterwegs, draußen unterwegs, bist allein, hast deine Ruhe, sofern sie keiner aufregt. Wie ich es schon mal im Video angeschnitten habe, wo ich euch erkläre, warum ich die alte 96 fahre. Wie gesagt, wollte man die Option offen halten und deswegen die Enduro. Auch wenn es ein heikles Thema ist, jedes Mal, wenn du den Wald fährst, immer Sinne geschärft, bisschen Adrenalin dazu, wurst nee, wo dann die Förste ist. Aber die Begegnung will ich persönlich auch tunlichst vermeiden, weil, wie gesagt, kein Stress, ich mag nur Motorrad fahren. Auch wenn es in Deutschland ein bisschen schwierig ist, aber macht heute sau viel Spaß. Genau, in Amerika schaut das schon wieder anders aus. Und zwar habe ich mal mit ein paar Leuten geschrieben aus Kanada und Amerika, was ich auch mega geil finde da drüben. Es gibt
besondere Areale, wo man nur mit dem Motorrad fahren darf, wo ich sagen muss, absolutes Highlight, wäre mal mega ein Traum. Ist aber Standpunkt jetzt überhaupt noch nicht absehbar. Da kommen noch ein Haufen anderer Projekte dazwischen. Aber ist schon mal auf dem Schirm. In nicht absehbarer Zukunft ist es zumindest auch geplant, aber jetzt kommt erst einmal nächstes Jahr, übernächstes Jahr, 3, 4, in 5 Jahren, wenn überhaupt einmal, vielleicht einmal schauen. Wenn es privat und finanziell und arbeitstechnisch, wenn sich alles ausgeht, auf alle Fälle wird noch einiges hoffentlich auf dem Kanal kommen. Zum Beispiel blende jetzt mal Biel ein, fährst einfach irgendwo im Wald, hier hast du eine schöne Aussicht, neben Sonnenuntergang. Kleiner Funfact, ich war damals sogar nicht alleine. Da war noch eine Oma, der was sie den Sonnenuntergang angeschaut hat und man ist nicht ins Gespräch gekommen. War auf alle Fälle schöner auf Nacht. Und eben diese Momente, diese kleinen Momenten machen es heute auch aus. Ja, Leute, kleiner Cut aus der Postproduktion. Ich habe mit dem Handy gefilmt, ich habe einen Bildschirm nicht gesehen gehabt und da ist mir dann der Akku ausgegangen. Meine Frage an euch, wie findet ihr ist dieses Format generell? Das mal vor der Kamera stehen, sagt es da eher ja oder eher weniger? Schreibt mir das einmal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jawohl, perfekt, Leidels. Kamera abgekackt und ich hab's nicht bemerkt. Eigentlich hätte ich nur ein paar Punkte mehr gehabt. Heute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich hätte noch so viel zum Verzeihen gehabt, aber das fuchst mir irgendwie so. Ich mag das Ganze so ehrlich halten wie möglich, dass der Akku jetzt leer ist vom Handy. Bin ich wieder mal komplett unvorbereitet in die Geschichte eingegangen. Fehler passieren, aber ich versuche das Beste mal draus zu machen. Da fehlt mir persönlich noch die Erfahrung, die Ausrüstung fehlt mir noch. Wie zum Beispiel, bevor ich mit dem Handy aufgenommen habe, habe ich 10 Apps löschen müssen, dass ich Speicherplatz freikriege. Auf alle Fälle, da muss sich definitiv was ändern, dass das einigermaßen semi-professionell wird oder dass ich da auf Plan B vorbereitet bin. Alle, die Erfahrung ist noch nicht so da. Im Leben läuft nicht alles perfekt. Einfach das Beste draus machen. Auch wenn das Video eher abgeschnitten ist, jetzt, dann tut es mal leid. Aber das wollte ich euch noch mitteilen. Warum, wieso, weshalb ihr mein Gesicht nicht sorgen mechert. Und ich hoffe, dass ich da auf euer Verständnis kriege. Aber wir haben eine schöne Landschaft, ist doch schon mal was. Und schöne Kurven und zapfig wird's. Wir fahren jetzt heim. Tut mir leid, dass das jetzt kein professionelles Video geworden ist. Oder wie die anderen Videos heute. Aber ich probiere mich da halt. Ich muss mir da erst einmal einfuchsen. Wollen Dollars. Hallo? Ja, merci. Ja, habe ich dir eh. Aber wie gesagt, first try. Aber ich habe definitiv Bock, besser darin zu werden. Und es wird auch definitiv nicht das letzte Videoformat oder Versuch gewesen sei, dass ich mir mal vor die Kamera hinstelle. Ja gut, Leute, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, heppala. Hello there. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Abo da, lass ein Like da, Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Hoppala. Ja, hack und zack. Aber jetzt war es das auch wirklich mit dem Video.